Hallo, meine Stimme ist am Arsch. Ich werde heute so Stream-Chat. Es ist geisteskrank. Was geht ab, Freunde? Wir werden eine Challenge spielen und ich glaube, ich gehe dann offline. So, ich hau mir jetzt hier so einen Hustentee rein. Ich habe hier Hustenbonbons mit Honig. Und wenn die nicht helfen, Schere. Hallo. Na? Was geht ab? Ich sag ja so, wäre das, also du warst gestern auch schon heiser, ne? Du bist auch noch heiser von TwitchCon. Ja, ich bin doppelt heiser. Ich bin heiser zum Portugal-Spiel. Und hast du wahrscheinlich auch im Portugal-Spiel hast du ein bisschen gebrüllt? Ich hab richtig gebrüllt im Elfmeterschießen. War geil, eine 0-0 120 Minuten anzugucken? Na, es war ehrlich nicht so schlecht. Aber ansonsten ist der Plan, dass wir heute mal ein 101 im Monster Army Battle machen. Das, Duo wird aufgeteilt. Ich bin echt sehr, sehr gespannt. Es kann halt wirklich komplett nach hinten losgehen, weil es gibt jetzt keinen mehr, der einen irgendwie auffangen kann, weil wenn der Randomizer richtig scheiße ist bei dem einen, dann hast du halt richtig die Arschkarte. wir spielen 1.21 und die Arena sind Tri-Champs. Das heißt, das ist, glaube ich, sehr, sehr geil. Und ich glaube, wir sollten uns auf jeden Fall vornherein darauf einigen. Guardians und Elder Guardians werden auf gar keinen Fall genutzt, würde ich mal sagen. Warte mal, dann baue ich ja 1.21, oder? Ja, 1.21. Sorry, hab ich dir nicht vorgeschrieben. Ich schau mich so scheiße an. So, ich trinke jetzt erst meinen Tee, das heißt, es kann nur besser werden. Ja, yeah, safe. Ronaldo Livestream war so geil. Guck mal, zwei Schlücke Tee, es ist gut. Ey, by the way, die wollen übermorgen den Enderdrachen machen in deren Minecraft-Welt, wo die diese Farm bauen bei Trimax. Ich war nicht einmal auf dem Server. Monster Army Battle in einer Art und Weise, denn ihr seht nur uns beide. Und normalerweise sind Fabo und ich das unbesiegbare Team, aber das unbesiegbare Team wird heute gesplittet. Denn wir werden heute ein 101. Wer von uns beiden schafft es, die stärkere, bessere und monströsere Armee an Monstern zusammenzustellen und den anderen vor ganz, ganz große Probleme zu stellen? Das werdet ihr im Verlauf des Videos heute erleben, denn wir spielen eine Welt mit einem Block-Randomizer, Kisten-Randomizer, 90 Minuten Zeit, um so viele Monster wie möglich zu töten, die wir der jeweils anderen Person in einer Trials-Chambers-Map. Hey, wie lang muss so ein in einer Trials-Chambers-Map? In einer Trials-Chambers-Map. Mit Brot. In einer Trials-Chambers-Map als Monster-Armee. Ich rauche nicht und ich kiffe nicht. Lass mich in Frieden. Wundert euch nicht, Fabo, zeig mal deine Stimme. Ja, ist ganz normal. Es ist alles in Ordnung. Also wundert euch nicht, wenn ihr Fabo heute nicht so viel reden hört. Es geht hauptsächlich um das Gameplay. Und wenn euch das Ganze gefallen sollte, lasst unbedingt einen Like da. Abonniert den Kanal, ist ein einziger Klick. Würde mich riesig unterstützen. Schaut bei Fabo vorbei. Ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und wünscht ihm auf jeden Fall gerne gute Besserung. Und wir starten das Battle in 3, 2, 1. Los geht's. Mob-Army-Battle. Diesmal ich gegen Basti. Sonst haben wir immer miteinander gespielt, haben immer alles gewonnen. Und diesmal sieht's halt wieder so aus, als würde ich gewinnen. Ich habe einfach Totems. Im ersten Ding. Ja, Digga, ich hab... Was geht? Ich muss meine Stimme schonen, aber ich schreie jetzt schon rum. Digga, was geht hier ab? Hä, bin ich... Cheat ich? Also ich habe auf jeden Fall Totems. Ich habe Netherrack-Blöcke. Ich habe zu viel geschrien. Ich brauch kurz einen Sip. So. Chat, wenn ihr Untertitel braucht, dann kann ich euch leider nicht helfen. Die gibt's hier nämlich nicht. Digga, das ist das erste Item, was ich abbaue. Einfach einen, oh mein Gott, eine neue Tough Wall. Geil. Das ist erst. Digga, bin ich. Ey, no joke. Leute. Hack ich? Der bin ich am Cheaten? Ey. Minecraft hat gesehen, dass ich krank bin. Und die schenken mir alles. Ich habe Netherite-Schwert, ich habe Netherite-Blöcke, ich habe Totems. Jetzt brauche ich nur noch, also ich brauche aber noch Rüstung und so. Okay, Sumpf. Alter. Ich glaube, es ist der Traumstart, ne? Also ich glaube, besser geht hier gerade gar nicht. Deine Stimme? Ja, was soll ich denn machen? Bilderrahmen. Netherite Axe. Ich kann das nicht mehr. Oh mein Gott, wie cool ist es, dass ich aus Pilzsuppen kriege? Ich habe eine Idee. Ich fahre mir ganz viele Barrier-Blöcke, weil mit Barrier-Blöcken kann ich die Enderman killen. Da mache ich mir einfach so eine 3x3-Plattform und dann können die mich nicht killen. Checkt ihr? Und dann kann ich ganz viel, ganz schnell Enderman killen. Alter, das ist überkrass.
Oh fuck, ich brauche 9. Ich bin so heiß, weil ich auf der Twitch-Con rumgeschrien habe und gestern im Stadion war. Holz. Das ist geil. Oh mein Gott. Den auch aufheben. Kann ich mit Infested Cobblestone den Ofen bauen? Zombie-Villager. Oh mein Gott, warte mal. Aber das sind quasi nur Zombies, das ist voll scheiße. Boah, wir probieren jetzt hoffentlich... Ich glaube, ich kann daraus aber keinen Ofen bauen, ne? Nee, scheiße. Also hochbauen, aber... Oh mein Gott. Oh mein Gott, wartet mal. Warte mal, ich habe einen Mob-Spawner. Ihr checkt alle nicht, was das bedeutet. Wenn ich einen Spawner habe, kann ich das da reinmachen und dann spawnen da die ganze Zeit Mobs. Das ist überkrank. Deine Stimme, ich habe auch keinen Bock mehr. Gamescom weiß ich noch nicht. Also ich bin auf jeden Fall nicht alle Tage. Ich glaube aber so Mittwoch, Freitag, Samstag. Ich glaube Donnerstag und Sonntag skippe ich. Weil alle Tage war letztes Mal überlangweilig. Letztes Mal hast du auch nicht in Köln gewohnt. Ja, aber trotzdem scheiße langweilig. Oh mein Gott, ein Dorf. Geil. Endlich. Oh mein Gott. Digga, Schnee sind einfach Pickling-Brutes. Ey, ich habe glaube eine absolute OP-Army, ne? Enderman, Pickling-Brute. Jetzt bräuchte ich noch irgendwas. So Blaze oder so wäre krass. Ich glaube, ich opfer sogar einen Spawner. Okay, wie machen wir das jetzt? Ich kill erstmal die Katzen. Hilfe, bitte, bleib stehen. Okay, ich bin ein bisschen überfordert. Ich baue einfach ein Loch. Warte mal, ich habe eine bessere Idee. Welchen Radius um den Spawner spawnen die? Ich glaube so 3x3, ne? Boom. Und jetzt spawnen hier Pickling Brutes und ich kann die ganze Zeit töten. Scheiße. Okay, ich muss die schnell genug töten. Okay, passt. Pferd! Oh mein Gott, ich werde ganz viele Babypferde machen. Ey, wo kriege ich Essen her? Oh mein Gott. Digga, cheate ich? Digga, ich, no joke, ich habe schon so viel Netherite-Zeug bekommen, das ist mittlerweile nicht mehr normal. Es ist so crazy. Boah, geile neue Falltür. Ey, Digga, ich glaube das hier gerade nicht, was hier abgeht. Na, wir haben halt Netherite-Axt. Also Weird-Flex, aber brauchen wir nicht. Digga, ich schwöre, es ist so krank, mein Randomizer. Auch Obsidian, okay. Ey, wir können ganz viele Babypferde machen. Mhm, lass mich in Frieden, wichtiger. Kuchen. Warte mal, war Evoker, war das der Typ mit der Axt? Ja, dann ist gut. Evoker ist der Magier. Ein Ofen. Ich kann Dias machen. Dias-Spitzhacke. Ich habe eine Dias-Spitzhacke, Leute. Fuck, falsche Axt. Meine Army ist bis jetzt noch scheiße. So, wir machen sie erstmal das. Dias-Spitzhacke. Boom. Dann haben wir auch schon mal ein bisschen... Oh mein Gott, hier ist ein Lavasee einfach. Digga, das ist das perfekte Dorf, ne? So, wir können jetzt erstmal ein bisschen Platz machen. Bruder, was ist das? Ey Leute, jetzt mal Retalk. Warte mal, ich brauche nur noch 8 Dias für eine Chestplate. Das mache ich schnell. Ja, das brauche ich schnell ab. So. Dann machen wir uns eine Schaufel. Boom. Dann können wir das hier wegwerfen. Auch genau das wollte ich nochmal. Wächs. Ich habe Angst, dass sie mich tötet. Egal. Digga, die hat jetzt schade das Schwert. Geil. Hoffentlich hat sie es später auch. Boah, das ist halt stark, ne? Ey, Vindicator mache ich nicht, weil dann bekommt Basti einen Toten.
Oh fuck, das war andersrum. Ich bin so dumm. Scheiße. Nein, ich bin tot, Hilfe. Der, wie kann man so schlecht sein wie ich? Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Digga, ich verwechsel die Viecher immer. Mann. So, und jetzt Chestplate. Boom. Okay, sieht schon mal gut aus. Den Golem würde ich eigentlich auch noch gern töten. Vom Ding her. Stark. Boah, ich würde auch gern viel mehr Brutes haben, ne? Das ist alles ein bisschen schwierig. So, wir machen hier kurz das. Aber irgendwie spawnt hier gerade nichts. Warum ist das so? Wegen Light Level, weil Nacht ist oder was? Ich kann nicht mehr sprinten. Digga, das Essen bei mir gerade reinscheißt, ist so nervig. Die Pferde mit Kombination mit 4 Milliarden Enderman ist überstressig. Servus TV und VPN Österreich. Ah stimmt, das hatten wir schon mal, ne? Aber wir haben noch eine Stunde. Wie lange brauche ich, um 500 Enderman zu töten? Zombie Villager Spawn Egg. Dann mache ich einfach das, Digga. Oh mein Gott, ich kann ja auch Baby-Zombies die ganze Zeit machen, ne? Aber es ist eh gerade Nacht. Können die mich hitten? Seit dem neuen Update hier oben, ja, ne? Nee. Oh mein Gott, ist das nervig. Okay, stark. Ja, Lava-Eimer brauche ich auch. Woher habe ich den Eimer vorher? Alter. Oder sollen wir nochmal. Wir können auch mal in Nether gehen jetzt. Vielleicht mal in Nether gehen. Können wir auch machen. Aber ich muss wirklich gleich mal anfangen, Enderman zu töten. Was mit deiner Stimme? Ich bin heiser. Scheiße. Okay, wir gehen rein. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, eine Bastion. Oh mein Gott, wir haben Holz. Aber richtig viel sogar. Boah, ich bin gerade voll überfordert, ne? Okay, was kann das hier? Ender Chess. Warte mal, das ist doch überkrank, oder? Das ist doch einfach nochmal ein neuer Backpack. Boah, Raketen. Stell dich mal. Ich höre mich an wie ein Hurensohn. Stell dich mal vor, wir bekommen Elytra. Okay, das geht leider nicht. Okay, Blöcke. Oh mein Gott, nochmal ein Holz. Apfel. Okay, wir kommen doch easy an Holz. An verschiedene sogar. Enchanter. Oh mein Gott, wenn wir jetzt noch Lapis bekommen, wäre überkrank. Den Trident brauche ich nicht. Du kannst unendlich Caps machen. Nee, ich muss es doch schmelzen.
Und das dauert wieder ewig. Die Zeit habe ich nicht. Ich überlege gerade was anderes. Ah, genau hier. Boah, aber ich habe auch keinen Ofen und so, außer dann Dorf. Und so viel, obwohl ich habe Lava immer, ne? Ich kann schon unendlich oft brennen. Boah. Aber ich habe eh Totem. Alles ein bisschen schwierig. Ich mache bei People Sprint mit. Bald ist online, nicht online. So People Sprint live im Experion. Wie komme ich da jetzt aber hin? Das ist voll weit weg. Nee, scheiß auf die Bastion. Kann ich das hier machen? Ja, aber es bringt mir halt nichts. Ich bekomme viel zu wenig Äpfel. Ich brauche gar keine Äpfel. Ich habe doch EOP Totems. Ich sage ehrlich, scheiß auf das Gold. Ich gehe. Ich muss Meta machen. Ich muss Meter machen. Ey, Digga, WTF. Digga, Basti, tut mir ein bisschen leid. Digga, warum sind denn da auf einmal 34 OP-Äpfel drin? Nee, erklärt mal einer. Hilfe, ich kann nicht mehr reden. Scheiße. Okay, wir hauen ab. Alter, war das krank. Ey, warte mal, wir müssen mehr Room Portals looten, kann es sein? Dann haben wir mehr OP-Gaps. Chat, wie viele Endermen mache ich? Alle. Na, wird schlecht hinhauen. Aber wie kill ich die am chilligsten? Aber guck mal, wenn ich jetzt einen 1x1-Block auf Wasser mache und den dann drauf spawne und dann hit ich den, dann fliegt der doch da runter. Warte mal, aber ich habe Mauern, ne? Totem weg. Nee. Aber ich habe eine Idee. Ich muss nur irgendwie an Ozean kommen und nirgendwo, wo Eis ist. Ja, ich will riesigen Ozean und die dann da drauf spawnen, richtig, auf einem Block. Aber irgendwie ist hier gerade Arsch. Ja, oder ich mache einfach eine 3x3-Plattform jetzt und spawn die. Aber ich ist eh grad gut, weil wir machen gerade Meta. Vielleicht finden wir ein neues Biom. Das ist gar nicht so schlecht gerade. Ja, wisst ihr was? Ich probier's hier. So. Ist das nicht krass?
Scheiße, da hab ich. Aber irgendwie ist das scheiße, weil ich die. Guck mal, weil dieser Sweeping Edge-Ding nicht so krass ist. Doch jetzt. Kann ich die nicht schneller töten? So geht. Lava ist ein guter Call. Lava ist ein absoluter Scheiß-Call, Digga. Spielt ihr überhaupt Minecraft? Die kriegen keinen Schaden. 2000 Jahre später. Digga, Leute, tun so, als würde ich Koks nehmen, weil ich heiser bin. Chip mal. Ja, okay, ich bin Kettenraucher. Ey, Chat, ich habe gehört. Also Razer hat eine neue Maus rausgebracht. Irgendeine Viper Miper 4000 Ultra AD. Und die soll anscheinend besser sein als die Logitech G Pro Superlight. Aber das, die sieht auch 1 zu 1 gleich aus. Stimmt das? Hat die irgendjemand? Nö, okay. Asus auch. Kann sein, ja. Okay, wir haben alle Endermen gekillt. Wir haben jetzt noch 6. Was machen wir jetzt? Wir machen jetzt Meta. Ich brauche eigentlich nochmal einen Tee, ne? Scheiß drauf. Ich habe irgendwie das Gefühl, für mein Stuff und so habe ich eine richtige Scheiß-Wave, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott, warte mal, das könnte krachen. Aber im positiven Sinne. Let's go. Feist, nice. Mehr OP gibt's. Das hier noch. Oh mein Gott. Ist auch gut. Was habe ich noch gerade rausgezogen? Das hier. Ja. Ih, wie hören sich die Cobwebs an jetzt? Okay, okay, okay. Wir killen jetzt erstmal die Endermites. Warum komme ich nicht ran? Warte mal, sterben die im Regen? Egal, scheiß drauf, pass. Die hier. Okay. Dann machen wir jetzt folgendes. Scheiße, ich bin ein bisschen zu spät dafür. Hier werden viel zu wenige spawnen, leider. Aber egal. Die kleinen Scheiße. Und jetzt irgendwie noch die Brutes. Das wird aber schwierig, ne, mit den Brutes.
Guck mal wie stressig die zu töten sind. Wir machen das. Das kann weg. Das habe ich auch gar nicht probiert, ne? Egal, wir killen nichts mehr. Scheiß auf, wir sind dann. Passt. Und dann gucken wir mal, was unsere Waves sind. Was habe ich alles getötet? Panda, Turtle, Zombies. Boah, ich muss ganz viele Endermen eigentlich haben, oder? Pferde. Boah, ich habe echt nicht so viel gekillt, ne? 600 Endermen sind stark. Endermen sind halt meine Stärke hier heute, ne? Boah, ich habe echt... Scheiß Waves, ne? Ich habe richtig wenig gekillt. Okay, pass auf. Wir machen am Anfang eine Wave, die Zeit kostet. Schildkröten, Panda. Babypferde. Zoo Wave. Wir machen eine Zoo Wave. Hunde. Fisch. Hasen. Kühe. Eine Biene nur. Dann mal ein Stray, ein paar Spinnen, eine Katze, eine weg zum Abfacken, Villager, Zombie-Pferd, Fisch, Polarbären alle rein, Schaf, Armadillos, Ziege, Pufferfisch und Drones. So. Das ist meine erste Wave. Zoo Wave. Bisschen zum Nerven. Dann muss ich eigentlich... Was machen wir? Ich mache jetzt die Hardcore Enderman Wave einfach. Instant. Oder? Oder mache ich so LA und so Zeug? Okay, nee, wir machen jetzt nochmal eine Abfuck Wave. Mit Zombies. Zombie-Villager, Skelett, alle Pferde, eine wächst, genau, alle Zombie-Fight-Piglins, die Katze machen wir hier nicht rein, zwei Spinnen, ein Stray, die Biene machen wir hier aber rein. Eisenkohle machen wir hier auch rein. Ne, machen wir nicht hier rein. Dann ein paar Endermites. 14 Endermen, aber nur zum Einschüchtern. Und boah, und ich mache hier schon mal 6 LAs rein. 7. Das ist so eine kleine Wave zum, ne, auf Geschmack bringen. Und Enderman töten nicht die Endermites. Nee, das ist alles auf 1 Agro. Natürlich mache ich ein bisschen mehr Enderman rein am Ende. Wir machen hier mal 100 Enderman rein. So. Und jetzt am Wave 3 den ganzen Rest. Enderman. Endermite. Enderman. Endermite. Enderman. Dann spawnen ein paar LAs. Enderman. Eine wächst. Enderman. Das. Haben wir nicht noch irgendwo eine Katze? Sehr, sehr wichtig. Zack. Was habe ich noch? Nochmal eine wächst. Boom, 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 boom. Dann auch alle Piglin Brutes rein. Die hätten schon früher kommen müssen. Genau. Dann auch noch die zwei Spinnen. Evoker machen wir nicht. Eisengolem hier auch rein. Dann machen wir hier auch die letzten LAs. Dann die restlichen Endermites. Und jetzt Rest Endermen.
Alles rein. Boom. Und den Evoker zum Ende. Damit er das Totem ganz am Ende bekommt. Okay. Ich bin fertig. Das sind meine Waves. 200 Enderman, 50 Endermites, Piglin Brutes, bam, bam, bam. Dann das, die zweite. Und dann die Zoo-Wave, die erste. Ich bin ready. Nein, Chat, Enderman greift nicht Endermite an. Wir sind hier nicht auf einem Vanilla-Server. Alle Mobs haben hier Aggro auf den Spieler. Okay, es geht los. Warum sind hier Betten? Ich schlafe erstmal. Hier ist Zeug drin. Ist das gewollt? Hoglin. Egal, bringt nichts. Stimmt, hier gibt's ja auch Loot und so. Nun kann ich nichts essen. Okay, jetzt. Okay, ich gehe einfach mal hier runter. Oh. Ach du Scheiße. Warte mal, was geht ab? Ja, wo kommen die her? Ach so, das geht hier nach oben. Ich bleibe erstmal hier. Ich fange erstmal die ab, die von hier oben kommen. Warte mal, ist das die erste Wave? Komm, wir gehen schon mal auf einen lockeren OP-Gap, einfach nur weil wir es können. Der, was ist das? Ein Hoglin? Wir machen entspannt. Alter, wie schnell ist er? Okay, Basti hat auch Armadillos. Junge, auch diese Mini-Dinger. Okay, wir holen uns mal direkt einen Kompass. Irgendwie hier. Ich glaube, man kann hier richtig gut gewinnen, indem man einfach die Mobs richtig schnell findet. Okay, eine Schweine. Boah, das wird richtiges Versteckspiel hier, ne? 2000 Jahre später. Wir haben erste Wave geschafft. Okay, wo ging's hoch? Ich höre hier so viele Monster, ne? Die sind alle hier reingefallen, sind die dumm. Ey, das kann mit meinen Endermen auch passieren, ne? Oh mein Gott, mein Helm ist gleich kaputt. Oh Junge, wo kommen die alle her? Die sind ja alle hier, oder? Ich hoffe, dass das schon die schlimmste Wave war, ne? Gehen wir nochmal hier hin. Ja, hier sind wieder ein paar. Hier sind auch ein paar. Ey, meine ganze Rüstung ist fast down. Oh. Die Endermen haben zugeschlagen. Ich glaube, Basti ist auch noch Wave 2 gerade, ne? Was glaubt ihr, wie die Endermen Stress machen in Wave 3? Da sind nochmal ein paar mehr. Aber wenn Basti Wave 3 ist, wäre crazy. Und der Hase. Hä? Wo noch? Oh mein Gott, da geht's ja auch noch nach hinten. Junge, das ist so riesig hier. Ja, hier noch. Okay, den Raum gibt's auch noch. Müssen wir uns auch merken. 1-0 Türkei zur Halbzeit ist crazy. Ich hoffe, Basti ist noch nicht Wave 3, ne? Ich hab ein bisschen Angst.
Ey, das kann nicht sein. Ich check's nicht. Ich weiß doch, wo die Mobs sind, Freund. Ich hab doch hier einen Kompass, aber ich komm einfach nicht hin. Digga, wo ist das? Also, haha. Eigentlich nicht. Also, ich hoffe. Also, mein Kompass zeigt dahin, wo nichts mehr ist. Oh, ich schwöre, mein Kompass, der hat sich gedreht und gewendet, aber es war am Ende wirklich noch dort. Wenn du es zu 100% nicht dazu findest, dann sag nochmal Bescheid. Aber wenn du dir, bist du dir zu 100% sicher? Ich suche schon seit 10, 15 Minuten. Scheiße. Bro, die Tri-Chambers knallt richtig, ne? Naja, aber es ist geil, aber... Ja. Das eine Mob ist, ich weiß nicht, es gibt's nicht. Weißt du, was für ein Monster das sein müsste? Nee. Ich hör's nicht. Gibt es nicht irgendwie so ein Comment, dass du dir mit Glowing dir den anzeigen lassen könntest? Dass irgendwie so alle Projektile für 5 Sekunden irgendwie Glowing haben? Kann das mal einer in den Chat schreiben? Probier mal / Effect GIF at Entity Glowing für ein paar Sekunden oder so. Oh, ja, das ist halt... Okay, ist bei mir sogar auch. Bei mir geht's, aber bei mir ist halt ein Enderman, der sich wegtippt hat. Ja, aggressiver Enderman, der gegen eine Wand läuft. Und der ist out of border. Also nicht out of border, aber in irgendeinem Chamber Room, der nicht connected ist wahrscheinlich. Ich habe auf jeden Fall gerade auch Monster gesehen, die jetzt auch irgendwie gerade nicht so in meiner Reichweite waren. Also ich habe wirklich keine Ahnung, wo der ist. Also da war ich noch nie, wo der ist. Bro, ich sehe irgendwelche... Warte mal, ich gehe mal ganz kurz ins Back. Ich will wissen, ob das da oben... Ah nein, das sind ja einfach normale Tiere, die da auch den Effekt bekommen haben. Kann ich auch ins Back gehen, ohne dass was passiert? Was hast du gesagt? Ob ich ins Back gehen kann, ohne dass was passiert? Eigentlich schon, ja. Also mein Enderman ist oben in irgendeiner Höhle. Aber bist du dir sicher, dass es der Enderman ist? Weil es könnte ja auch ein Enderman sein... Der da einfach normalerweise in der Höhle wäre. Oder ist der aggressiv? Der ist aggro. Und der läuft hier rum. Ich töte den und dann gehe ich zurück, oder? Mhm. Bist du, in welcher Wave bist du? Soll ich sagen? Sag mal. 2. Ich töte ihn jetzt, oder? Ja, du töte ihn. Hab ihn. Wave 3 beginnt. Okay. Oh nein. Warum hat er die ganzen Kleinen? Die Großen sind doch viel stressiger. Oh mein Gott, Golems. Ach du Scheiße, die nehme ich Wolli. Ach du Scheiße. Hilfe. Oh mein Gott. Ist hier noch was? Ist hier noch was? Nee, ich hoffe nicht. Ich gehe einfach. Ich mache einfach Meter. Einfach Meter. Wir gehen jetzt direkt rechts. Oh mein Gott, hier sind überall Sniffer. Ja, warum hat der Baby-Sniffer gemacht? Nee, wir schließen den Raum nicht aus, aber wir gehen hier erstmal weg. Eine Stimme, ja Mann, Alter, habt ihr, also ich bin halt heiser. Checkt ihr? Ich bin heiser. Frosch. Ah, hier ist ein großer. Der ist ja auch instant tot. Ich dachte, die haben richtig viel Leben. Okay, wir gehen hier rein. Hier waren wir auch noch nicht. Oder doch, da waren wir, oder? Da waren wir am Anfang. Okay, wir gehen hier nicht rein. Wir gehen links runter. Wir gehen hier runter. Na, hier sind noch Frösche. Sniffer. Ein Frosch, der die Treppen hochgeht. Boah, hier glaube ich ist komplett Action, ne? Ja, hier ist ein bisschen was los. Okay, mal gucken, ob mein Schwert kaputt geht, das wäre lustig. Okay, hier sieht erstmal clean aus, oder? Ne, über mir. Oh mein Gott, ich glaube, hier ist wieder irgendein Mob irgendwo oben, kann das sein? Egal, wir gehen erstmal raus. Boah, diese Frösche sind richtig eklig, weil die sind so klein. Stark. Abo. Ja. Ich habe ein kleines Problem. Was denn? Das Enderman-Problem ist, glaube ich, bei mir noch ein bisschen größer. Das kann ja sein, die sind in Höhlen halt hier verteilt.
Ich glaube, Enderman ist halt leider ein Problem bei Tri-Chambers. Was, wenn du mit World Edit alle Höhlen stopfst? Oder kann man nicht Entities zu sich tippen? Ja, I don't know. Ich überlege jetzt fast schon, dass es so scuff ist, dass wir das vielleicht nochmal neu machen müssten. Irgendwann. No. Also, I don't know, weil das ist halt... Ich check, aber... Ich würde jetzt hier nochmal in der Höhle mal ganz kurz die Enderman. Ich bin fertig. Yippie. Alle Waves besiegt. Ich muss auch sagen, ich finde es ja einerseits ganz geil, dass es halt mit der Arena jetzt mal mehr ums Suchen ging. Weißt du, wie ich meine? Ja. Aber ich glaube, was die Lösung wäre, ist, wenn man diese Trial Chamber rauskopiert in die Luft oder so. Ja. Und dann oben Spawn-Proof-Blöcke hinmacht. Und halt guckt, dass alle Räume miteinander verbunden sind. Ja, fandest du aber trotzdem sonst nice mit Trial Chambers? Ja, safe. Nee, ich habe OP gibt's in Schiffrackkisten gehabt. Direkt am Anfang OP Gaps und Totems. Nee, nur Totems erstmal. Und dann aus den Shipwrecks aber OP Gaps. Genau. Wow. Das hat sich ein bisschen illegal angefühlt. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Also es tut mir jetzt halt leid, falls jetzt ein bisschen doof ist, so wegen. Na, scheißegal. Aber